Leute, bei dem Storch in den Thürer Wiesen mit der Fuji XH2S, dem Tamron 150-500 und einem kleinen, aber feinen Videostativ von Ulanzi. Wenn ihr Bock habt, mich bei dem kleinen Video-Walk mit ein paar Fotos zu begleiten hier in die Thürer Wiesen, und ich sag euch, da sitzt der Storch, ich habe schon lange keinen mehr gesehen, dann bleibt dran und schaut euch das Video an. Bis gleich. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ihr seht mich hier im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen in der Nähe von Thür, Obermendig, Vulkaneifel. Hier war ich schon mal, um das Tamron 150-500 zu testen. Primär geht es heute um Flora und Fauna. Und zwar wollte ich ein paar Videoaufnahmen fertigen. Hier soll es ein brütendes Storchenpaar geben. Ich habe schon Kormoran gesehen. Hier gibt es Reiher, hier gibt es Enten, hier gibt es Gänse, hier gibt es Wasserbüffel. So ziemlich alles. Und gut gefüllt sind die Teiche auch durch den Regen der letzten Wochen. Das Wetter ist nicht super geil, aber sekundär geht es auch darum, ich habe ein neues Stativ mit dabei, und zwar ein Videostativ. Ich wollte ja damals von Ulanzi dieses kleine Reise-Fotostativ haben, habe es irgendwie nicht hingekriegt, das zu testen. Jetzt habe ich mir von Ulanzi den Ulanzi XR Cross F38 Quick Release Video Tripod schicken lassen, um den zu testen. Das ist ein wirklich interessantes Produkt, denn es ist ein Videostativ mit einem kleinen Videohead, Reisestativ. Und das stelle ich euch mal vor, und das liegt auch schon hier hinter mir bereit, um euch mal kurz, ganz kurz die Key Facts zu geben. Ich hol's mal. So, die technischen Features. Wir reden hier von einem hervorragend verarbeiteten Stück Stativtechnik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ausgepackt in der Hand gehabt und gesagt, boah, wow, super, Carbon gefertigt. Ein Kilo schwer, 0,8 Kilo, super leicht für so ein Videotripod. Eine Tragfähigkeit der Mittelsäule von 10 Kilogramm, eine Tragfähigkeit des Kugelskopfs von 3 Kilogramm. Und Neigungswinkel von minus 55 und 90 Grad, von 44 cm bis 1,56 sozusagen in der Höhe. Und wir werden nachher gleich mal direkt mal hier dieses Fund hier testen, und zwar die XH2S mit dem Tamron 150-500. Allein das Teil wiegt ja schon 2,7 Kilo oder sowas. Stellen wir aber nochmal beiseite und gehen mal weiter die Features durch. Ich zeige euch das einfach mal. Wir haben hier dieses Quick-Release-System von Ulanzi, was ich extrem gut finde. Da habe ich auch den Kamera-Clip, also den Rucksack-Clip und noch so einen Clip für meinen Joby Gorilla-Pod und für andere Geschichten. Und damit kann man ganz schnell wechseln. Und das ist wesentlich günstiger, das System, wie das von Peak Design. Übrigens, by the way, diese Dinger, diese Platten hier, passen auch in den Peak Design Clip rein. Zumindest kann man sie dann zwar nicht arretieren, aber sie passen in den Peak Design Clip ein. Also wie gesagt, der ist dann sicher hier mit hier so einem Schnell-Release-Knopf. So ein paar Features hier an dem Stativ. Hier vorne sind überall noch so Zusatzschrauben, ein Viertelgewinde, wo man auch Zubehör anbringen kann. Dann haben wir so ein Lock-System hier. Und ja, klar, natürlich schwenken, also drehen und hoch und runter schwenken, das übliche Einstellen. Das werden wir aber gleich alles testen. Ausziehen, eigentlich ganz einfach, ne, so ein Drehmechanismus, einmal drehen, zack, ausziehen, wieder zu, und dann ist das Ding fest. Zumachen, zack, wieder zu, zack, und dann ist das Ding wieder zu. Und man kann die Mittelsäule verkürzen auch, ne? Man kann das Ding hier rausziehen und so ganz kurz machen. Den unteren Teil kann man abschrauben. Hier kann ich es euch mal zeigen. Unterer Teil kann abgeschraubt werden. Dann ist das sehr gut in Bodenhöhe auch zu benutzen. Und am Ende des Tages kann man natürlich auch den Kugelkopf tauschen und dafür einen Fotokugelkopf installieren, dann hätte man auch ein Fotostativ. Vielleicht noch ein paar kleine
Sachen. Hier ist so ein kleiner Imbus eingearbeitet, ne? Wenn man irgendwas verstellen muss, auch schön magnetisch. Auch finde ich auch ganz cool, dass man dann nicht immer irgendwas in der Tasche haben muss. Und hier unten, das ist auch so ein, ich lese mal auf, auch irgendwie so ein ganz cooles Feature. Man braucht es nicht so oft, aber durchaus ich schon öfter mal. Hier ist so eine kleine Smartphone-Halterung drin, die ich dann oben drauf packen kann und mit dem Smartphone filmen könnte oder fotografieren könnte und dann einfach wieder hier unten drin verstaut. Na, das Übliche hier unten, so ein Haken, um ein Gewicht dran zu packen, und dann wäre es das eigentlich auch schon. Der einzige Unterschied halt zu dem, ich glaube, zu so einem leichten Fotostativ ist halt dieser Videokopf, den wir gleich testen werden, der auch hier so eine Levelanzeige hat und der auch in der Nivellierung hier könnt ihr es sehen, auch so ein bisschen noch verstellbar ist, weil ne, wenn es so ein paar Bodenunebenheiten gibt, kann man dann damit ein bisschen was ausgleichen. Ist nicht ideal jetzt zum Fotografieren, aber zum Videografieren denke ich schon. Und ich würde einfach sagen, wir bauen das Teil mal auf und hoffen, dass es nicht anfängt zu regnen. Und ja, testen es einfach mal hier im Feld. Ne? Dann los, ein kleiner, schöner Video-Walk mit euch in den Thürer Wiesen und hoffentlich Störche und ganz viel Wildlife. So, bauen wir es hier direkt mal auf, denn da hinten sitzt, glaube ich, ein Kormoran auf dem Ding. Und den möchte ich dann direkt mal filmerisch betrachten. Und dann geht das geht dann ganz schnell. Zack, drehen und zack, drehen. Und schon ist das Teil aufgestellt. Erstmal nur. Ja, so auf der Mittelsäule, ihr seht das, ja, vielleicht ein bisschen runterschwenken, ah nein, das geht schon, ihr seht das. Und jetzt machen wir mal hier den Verschluss ab und jetzt hole ich mal die XA2S mit dem 150-500. Da habe ich natürlich schon diese Platte hier dran. Ne? So, ich lasse das einfach mal mitlaufen und dann packen wir das Teil mal hier drauf, so, Moment, zack, so, jetzt ist das arretiert, ja, ihr seht, da kann nichts mehr passieren und das steht eigentlich verhältnismäßig stabil. Jetzt habe ich die Mittelsäule noch nicht ausgezogen, das mache ich gleich mal, aber jetzt kommt erstmal ein bisschen Wildlife. Ich versuche aber gerade die Nivellierung ein bisschen auszugleichen, so, da sind wir dann ungefähr gerade. Hier unten wird der horizontale Schwenk eingestellt und hier oben der vertikale. So, wir gehen mal auf Video und dann gucken wir mal, wäre es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man den Objektivdeckel entfernt. So, ich guck mal, ich stelle es mal ein bisschen weiter hier rüber. So. Und da ist er, der Kormoran. Ich bin jetzt auf der vollen. Ey, wer fliegt denn hier eine Drohne? Hey, das ist ein Naturschutzgebiet hier. Kannst du das machen? Also Leute, ich glaub's einfach nicht. So, nur noch mal ganz kurz. Ja, da ist da tatsächlich einer mit einer DJI Mini 2 hier mitten im Naturschutzgebiet. Und nicht nur Naturschutzgebiet, da ist der Mendiger Flughafen. Und der ist jetzt nicht frech gewesen oder so. Ich habe den jetzt wirklich einfach mal kurz belehrt und dem mal erklärt, Leute, lest euch mal die Drohnenregeln durch. Das hat jetzt nichts mit dem Video jetzt zu tun. Ich nehme es aber einfach auf, um das vielleicht auch mal in einem kommenden Video zu besprechen. Also Naturschutzgebiet mit Vögeln geht eigentlich schon mal gar nicht. So, jetzt fängt es an zu regnen und ich hoffe, dass es nicht so stark wird. Also ich mache jetzt mal ein paar Videoaufnahmen.
Jetzt habe ich hier noch ein paar Kanadagänse in den Wiesen erwischt und habe gerade mit einem anderen Fotograf gesprochen, der mir erzählt hat, dass die Störche da hinten sind. Und hier gibt es auch einen Steinkauz, das wird aber jetzt echt ein bisschen schwierig. Und er hat mir erzählt, dass Bienenfresser entleit werden und die Bienenfresser auch im Sommer hier hinkommen. Also wirklich cool. Und ihr seht mal, wenn ich euch mal drehe, da sind die, das kann man eben nicht sehen, so, müssen wir mal so machen, das geht vielleicht besser. Da sind sie am Start, die Kanadagänse. Ja, ich geh mal weiter Richtung Störche und dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht einen schönen Shot von kriegen. Ich würde fast lieber gerne nur fotografieren heute. Ich mache mal so ein bisschen beides, aber eher Video, ne? Da hinten sind die Störche, die sind noch recht weit weg, also von hier, ja, ich kann mal die Videoaufnahme machen, im Moment sitzen sie auch nur im Nest. Letztes Jahr war es wohl so, da war auch ein Störchenpaar hier und das hat aber leider die Brut abgebrochen und alle hoffen natürlich, dass dieses Jahr das funktioniert. Wir lassen denen aber auch ihre Ruhe. Ich gehe vielleicht nachher mal auf die andere Seite. So von oben ran. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt näher und was weiter ist. Das werden wir einfach mal ausprobieren. Ich gehe aber einfach mal weiter, weil hinten weiß ich noch, dass da noch Wasserflächen sind und eventuell noch ein paar Reiher stehen. Ich bin jetzt mal in den hinteren Teil von den Thürer Wiesen gefahren. Hier sind auch zwei Tümpel. Das ist übrigens kein ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Deshalb kann ich mich so ein bisschen hier auf dem Pfad bewegen. Ja, die Fischreiher, die zwei Reiher, die waren ein bisschen scheu. Die sind weg, beziehungsweise sind hinten reingeflogen. Die kann ich jetzt von hier aus nicht sehen. Aber hier sind ein paar Wildgänse, ein paar Graugänse. Also Graugänse sind das. Und das andere weiß ich nicht. Und hier fliegt, glaube ich, gerade noch eine Ente vorbei. Vielleicht ein kleines Zwischenfazit hier zu dem Stativ. Schön kompakt. Der Video mit an so einem Videokopf muss ich mich erstmal gewöhnen, wenn ich auch damit fotografieren will. Aber eigentlich ganz cool. Jetzt frage ich mich nur, ob ich den Stabi ein- oder ausschalten soll. Ich habe den jetzt mal auf Stufe 1 stehen vom Objektiv, weil ein bisschen wackelt es natürlich bei 500 Metern, wenn ich jetzt so rechts, links oder hoch, runter gehe, schon noch ein bisschen, weil es einfach, ja, das ist einfach bei der Brennweite so. Bei den weiteren, bei 150 mm natürlich kein Problem. Ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen und da gibt es dann gleich noch ein Endfazit zu.
Ja, da bin ich nochmal so in einer Position, und zwar an der Wasserentnahmestelle Mendig. Das ist hier an der Straße zwischen Thür und Welling. Von hier aus habe ich nochmal einen richtig guten Shot auf den Storch. Und jetzt scheint auch gerade die Sonne. Hinten fliegen übrigens die Kanadagänse gerade vorbei. Vielleicht stellt er sich nochmal auf und ich kriege ihn nochmal ein bisschen gefilmt. Ständig wechselnde Lichtverhältnisse hier. Aber das Stativ. Jetzt mal ein Fazit nach dem ersten Gebrauch, ist schon geil. Ne? Also für Videoaufnahmen ist schon geil. Ich weiß natürlich nicht, ich habe so ein richtiges Videostativ, wird es natürlich nicht ersetzen. Aber für die Größe und diesen kleinen Videokopf finde ich, und auch die, da macht das einen super, super Job. Die Frage ist, bin ich bereit für sowas 299 Euro im schlimmsten Fall zu löhnen? Da würde ich jetzt mal sagen, wenn ich sowieso auch ein Fotostativ brauche, dann machen wir nämlich Folgendes. Dann machen wir nämlich einfach den Videokopf hier ab. Ne? Hier könnt ihr mal gucken. Den kann man nämlich einfach abdrehen und wir machen da einen schönen Kugelkopf drauf. Und schon hast du auch ein Reisestativ für Foto. Zum Fotografieren ist so ein Videostativ, sage ich jetzt mal, weil man nicht schnell immer den Horizont ausgleichen kann. Du kannst zwar hier unten in der Nivellierung ein bisschen arbeiten, aber am Ende des Tages ist so ein richtiges Fotostativ dann auch besser. Aber der erste Eindruck ist super und das wird mein ständiger Begleiter jetzt werden. Ich werde mir da noch einen Kugelkopf für besorgen und schon habe ich Foto- und Videostativ, wenn ich das möchte. Und was ist mir negativ aufgefallen? Also erstmal bin ich ja nicht der Videofilmer, beziehungsweise habe eigentlich noch nie so richtig ein Videostativ benutzt. Ich habe eins zu Hause von Amazon, Basic, für 40 oder 50 Euro. Aber das ist dann schon ein bisschen Feintuning. Da kann man dann schön so ein bisschen hin und her machen. Ich bin gerade mal am Gucken, bin ich noch am Aufnehmen eigentlich? Nee, bin ich nicht, ne? Oder? Nee, okay. Machen wir mal aus. Wir machen gleich mal weiter, wenn der Storch sich noch mal bewegt. Was ist mir negativ aufgefallen? Was mir direkt negativ aufgefallen ist, ist diese Wechselplatte. Die ist natürlich super, ist genial. Bei der Kombi hier aber mit 2,6 Kilo, da seht ihr, da ist ein Schraubverschluss dran. Da kann man mit dem Imbus natürlich ein bisschen fester arbeiten. Ihr müsst das Ding bombenfest machen, denn wenn man das Stativ jetzt an der Kamera, an der Linse dran lässt, dann verdreht sich das gerne mal hier und dann kann man es wieder festziehen und wieder reinmachen und das ist mir zwei, dreimal passiert. Sonst ist das System hier echt cool. Vielleicht werde ich das auch mal im extra Video bedenken, weil ist schon nicht schlecht. Ne? Und man könnte natürlich auch hier drauf, wenn man will, einen Kugelkopf mit einem ganz normalen Arca Swiss machen, wenn man das unbedingt möchte. Aber ich finde, der macht einen guten Job und erstmal die Hauptfeatures, die mir da positiv aufgefallen sind, ist erstmal das Gewicht, ne? Und diese Kompaktheit. Ich hatte ja zwei Stative dabei, ne? Also das ist schon echt, echt cool. So, jetzt machen wir noch ein paar Aufnahmen und dann würde ich mich freuen über ein Like oder ein Abo. Und wenn ihr Bock habt, guckt euch mal den Link da unten an zu dem Ulanzi-Stativ. Wenn man videotechnisch unterwegs ist und auf Reisen ist, dann spart man eine ganze Menge Gewicht. Und gute Stative kosten, habe ich mir sagen lassen, viel Geld. Ich bin für den ersten Eindruck zufrieden. Wir werden sehen, wie der
wie der Mechanismus, dieser Drehmechanismus dann vielleicht nach einem Jahr ausgeleiert ist oder auch nicht, da werde ich aber danach berichten. Im Grunde genommen war das eigentlich kein großes Produktreview, sondern eigentlich mal wieder ein Fotowalk mit Videos und beziehungsweise Videowalk mit Fotos und nebenbei habe ich das Stativ für euch getestet. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.